wissen. Ein Wohnzimmer ohne Fernseher. Wo gibt's denn sowas? Für die meisten ist er absolut unverzichtbar. Und weil er ihnen so wichtig ist, haben sie ihn permanent im Blick. So summiert sich die Zeit, in der sich der Durchschnittsdeutsche täglich seinem Fernseher zuwendet, auf gute 3,5 Stunden. Und das, was er da zu sehen bekommt, das gibt's zumindest rein optisch mittlerweile in perfekter, hochauflösender Fernsehqualität. Aber wie geht das eigentlich? Wie entsteht dieses gestochen scharfe Bild? Gucken Sie weiter hier bei uns in die Röhre. Wir zeigen es Ihnen nämlich jetzt. Klobige Bauteile, kleiner Bildschirm. So sah der Fernseher vor über 50 Jahren aus. Damals sorgten Röhren für das mehr oder weniger scharfe Bild. Doch gerade in den letzten Jahren haben die schweren TV-Geräte ordentlich abgenommen. Flachbildschirme füllen heute die Regale eines jeden Elektrogeschäfts. Nicht nur ihre Größe kann den Käufer regelrecht erschlagen. HD Ready oder Full HD, Plasma oder LCD. Bei Flachbildschirmen hat der Kunde eine Riesenauswahl. Doch bis man in die Röhre schauen kann, muss eine komplizierte Elektronik zusammengebaut werden. Bis zu 2000 Einzelteile stecken am Ende in einem Gerät. Wenn jemand weiß, wozu die alle gebraucht werden, dann ist das der Ingenieur Rüdiger Behrens. Jedes Bauelement wird wie ein rohes Ei behandelt. Bevor wir jetzt in den Raum für die Leiterplattenbestimmung gehen, müssen wir uns einen ESD-Schutz anlegen. Das kann man hier sehen. Dieser ESD-Schutz erdet mich sozusagen und verhindert, dass ich mich elektrostatisch auflade. Denn wenn das passiert, dann würden die Bauelemente auf der Leiterplatte eventuell zerstört werden. Die Leiterplatte ist das Herzstück jedes Fernsehers. Alle Signale, egal ob Bild oder Ton, laufen über sie. Zahlreiche elektronische Bauteile müssen auf den wenigen Quadratzentimetern Platz finden. Maschinen stechen auf den Zehntelmillimeter genau kleine Chips in die Platine. Wenige Sekunden später ist die Leiterplatte auch schon fertig. Ja, wir sehen hier also die bestückte Leiterplatte. Dort haben wir Schaltkreise, andere Chipbauelemente. Und jedes hat eine andere Aufgabe. Zum Beispiel gibt es hier bestimmte Stufen für die Signalverarbeitung des Bildes, für den Ton, beispielsweise auch für die Bedienung oder für die Ansteuerung des Panels. Und wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, jede Baustufe auf dieser Leiterplatte hat eine ähnliche Funktion wie die Organe im Menschen, die auch notwendig sind, damit irgendetwas richtig funktioniert. Was beim Menschen der Kreislauf, sind beim Fernseher diese Geräte. Kondensatoren und Widerstände regeln den Stromfluss im Fernseher. Sie werden ebenfalls in die Platine gestochen. SCART-Anschlüsse oder die digitale HDMI-Schnittstelle sind zu klobig für die Maschine. Sie müssen mit der Hand gesteckt werden. Theoretisch könnte das Gerät jetzt schon Signale empfangen. Doch noch müssen alle Teile fest verlötet werden. Nur wenige Sekunden hält die hochsensible Leiterplatte diesen Temperaturen stand. Hat die Platine der Glut getrotzt, bekommt sie ihre Feuertaufe. Ja, das ist ein In-Circuit-Tester. Hier wird zum ersten Mal die bestückte und gelötete Leiterplatte geprüft. Hier kann man feststellen, ob zum Beispiel Kurzschlüsse zwischen den Leiterzügen sind. Das würde sich so auswirken, als wenn also Nervenzellen geschädigt sind und das Ganze würde nicht funktionieren. Ob die nackte Leiterplatte das Zeug zum Fernseher hat, entscheidet sich hier. Ein Testbild soll zeigen, wie das Gerät verschiedene Farben anzeigt. Erst nach dieser Prüfung darf die Platine verbaut werden. Und zwar haben wir einmal die Prüfung der Schwarz-Weiß-Anteile, das heißt zwischen Schwarz, Grau und Weiß. Und zum anderen können wir auch die Grundfarben Rot, Grün und Blau darstellen, beziehungsweise die Mischfarben Gelb und Lila. Die zahlreichen Chips arbeiten später versteckt im Inneren des Fernsehers. Der Zuschauer sieht nur das LCD-Display. Hier im Berg wird es extern angeliefert. Wie die Platine beherbergt auch das Display zahlreiche Einzelteile auf kleinstem Raum. Wir sehen hier die Ansteuerung eines LCD-Displays. Und zwar haben wir eine konstante Hintergrundbeleuchtung. Das Licht fällt durch zwei Polarisationsfilter, wird hier kanalisiert für die Farben Rot, Grün und Blau. Die Lichtmenge wird durch die Flüssigkeitskristalle festgelegt und dadurch können wir jetzt für diesen einen Bildpunkt die Farben festlegen und auch die Helligkeit. Insgesamt hat ein Fernseher bis zu 2 Millionen solcher Bildpunkte. Je mehr Punkte, desto schärfer ist später das Bild. Sind Hülle, Platine und Display zum Fernseher montiert, kann das Gerät schon fast in den Verkauf. Stichprobenartig müssen die Modelle einen 24-Stunden-Dauertest bestehen. Aber welche Logos bringen dem Zuschauer nun einen echten Gewinn an Bildqualität?
Wir haben hier die vier zurzeit gültigen Logos dargestellt, die die Standards für Fernsehgeräte kennzeichnen. Wir haben hier die Mindestanforderung HD Ready mit 720 Zeilen. Dann haben wir dasselbe nochmal mit 1080 Zeilen, was also eine höhere Auflösung ist. Und diese beiden Logos mit den äquivalenten Auflösungen kennzeichnen Fernsehgeräte, die das hochauflösende Fernsehen direkt empfangen kann, also keinen zusätzlichen Receiver brauchen. Das Logo Full HD ist kein offizielles Format. Eine Grenze für die maximale Auflösung ist technisch noch gar nicht erreicht. Bleibt nur noch die Frage, ob Plasma oder LCD. Zwei Drittel aller verkauften Flachschirmgeräte sind heute schon LCD-Geräte. Plasmageräte haben einen höheren Energieverbrauch als LCD-Geräte und haben auch einen Einbrenneffekt bei stehenden Bildern. Plasmageräte lohnen sich erst ab Diagonalen von ungefähr einem Meter. Es ist aber auch heute möglich, LCD-Geräte in dieser Größenordnung herzustellen und größer. Viele der alten Röhrenflimmerkisten stehen schon im Museum. Heute bilden die flachen Plasma- und LCD-Bildschirme den Mittelpunkt eines jeden Wohnzimmers.